Leute, Servus und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video des Seven Deadly Sins Grand Cross. Heute mit dem Red Demon in der Schwierigkeitsstufe Extrem. Ich erkläre euch, während wir den machen, auch ein bisschen auf was ihr zu achten habt. Ganz wichtig ist immer, dass, wie ihr hier seht, haben wir beide den blauen King drinne und den Gustav. Den Gustav kann man natürlich noch austauschen durch die rote Merlin, die natürlich noch ein ganz Stück besser ist, aber die muss man halt ziehen. Da muss man erstmal das Glück haben, den grünen Gustav und den blauen King dürften eigentlich fast alle haben. Und wenn alles nach Plan läuft, dürfte ich euch jetzt zeigen, wie eigentlich dieser rote Dämon von jedem hinzubekommen ist. Egal wie viel Kampfkraft, also nicht egal wie viel Kampfkraft ihr habt, dazu komme ich gleich. Und zwar braucht ihr eine kombinierte Kampfkraft, die natürlich höher ist als der rote Dämon, damit ihr auch mit dem Angriff anfangen könnt. Sonst wird es ein bisschen schwer. Weil der neigt dazu, teilweise das ganze Team zu one-shotten. Der greift dann zwei, dreimal an und dann war es das meistens schon. So, dann warten wir mal auf den Kollegen. Wie ihr seht, haben wir hier Trafalgar Grand Cross eingeladen. Der unterstützt uns hier ein bisschen. Wir haben die Regel festgelegt, dass er jede Runde stunt und wenn er nicht stunnen kann, schickt er mir das Symbol, ihr kennt das ja, dass er nicht stunnen kann und dann achte ich drauf, dass ich stunne. Und ja, dann hoffen wir mal, dass er gleich annimmt. Jetzt ist er fertig. Und dann gehen wir auch schon rein und dann sehen wir auch schon gleich die Kampfkraft. Es kommt nämlich so ein kleiner Kampfkraftvergleich, damit man sieht, wer anfangen darf. Wichtig ist immer, ihr müsst auf jeden Fall zusammen stärker sein als der Red Demon, sonst habt ihr keine Chance. Der liegt bei 160.000, wir liegen jetzt bei 174.000, das heißt, wir dürfen anfangen. Und wenn alles nach Plan läuft, dürften wir nicht einmal angegriffen werden. So, er stand. Genau. Und jetzt seht ihr, ja, auf jeden Fall hat er sich einen guten Damage-Dealer rausgesucht für den. Und zwar hier, wie ihr seht, die Elisabeth mit Hawk. Und ja, dann frieren wir ihn einfach jede Runde ein. Es darf auf keinen Fall passieren, dass er nicht eingefroren ist. Sonst haben wir ein Riesenproblem. Natürlich wird es natürlich ein bisschen anstrengend hier für mich, weil ich jetzt die ganzen Stunts sammle. Deswegen ist es eigentlich immer am besten, ihr macht es mit einem Freund und könnt mit dem auch direkt kommunizieren. Ich mache das zum Beispiel immer mit einem Arbeitskollegen, jeden Tag. Dann sind wir in der Pause, machen wir dann immer unseren Red Demon Extrem. Und ja, haben wir bis jetzt schon, kann er stunnen, schickt einen, kann stunnen, okay. Dann soll er stunnen und er stunnt. Weil das Schöne ist, wie ich es ja schon ein paar Mal erzählt habe, der Gustav und die Merlin sind Charaktere, die auf Level 1 Fähigkeiten haben, die vereisen. Die machen dann zwar keinen Schaden, aber sie verhindern, dass euer ganzes Team stirbt. Ist extrem wichtig. So könntet ihr theoretisch, wenn ihr nur diese vier Charaktere habt, könntet ihr selbst mit einem Gustav Level 1 da reingehen, weil das Ziel ist es ja, dass nie... der Red Demon angreifen kann. Sonst wird es problematisch. Ich darf es aber auch nicht verkacken. Ich darf es nicht übersehen, wenn er nicht stunnen kann. Sonst haben wir auch ein Riesenproblem. Und ja, der hat auch drei Lebensleisten. Also der wird zweimal wieder aufstehen. Davor hat er immer nur zwei Lebensleisten. Und ja. Danach kommt er halt... Gucken. Er hat drei Angriffe gemacht, also müssen wir es dann. Was ein Glück, haben wir es jetzt noch mal gesehen. Weil ich habe irgendwie die Animation jetzt nicht gesehen. Hoffen, dass es jetzt das mit der Ulti war und die anderen Ultis wieder zurück auf die Hand kommen, damit wir die gleich für die zweite Runde haben. Ja. Weil richtig Schaden könnt ihr eben eigentlich immer nur mit den Ultis machen.
Und dadurch, dass er rot ist, ist jetzt gerade so Damage-Monster wie unsere Jericho oder sowas. Klar, die macht dann trotzdem ihre 80k. Ich habe auch schon ein Video gesehen, da hat jemand auf dem globalen Server mit Jericho beim Extrem einfach mal 870k Damage gemacht. Und ja, das ist schon eine Ansage. Jetzt müssen wir hoffen, dass er gleich einen Stun hat oder wir einen auf die Hand bekommen, weil man sieht natürlich sehr schlecht aus, wenn es dann mal wirklich keinen Stun geben sollte. Ja, die Ulti von ihm, also die Angriffe von Gustav kann man sich eigentlich sparen, weil wie ihr seht, der macht kein Damage. Und ja. Mal gespannt. Und dann nehmen wir die Ulti. Ach, er kann tatsächlich wieder nicht stunnen, aber zum Glück haben wir einen Stun. Hoffen jetzt, dass er die nächste Runde hoffentlich wieder stunnen kann. Und ja, und so macht ihr das halt immer. Es dauert halt ewig lange, bis der mal echt gelegt ist. Und ja, also ich sehe gerade in meiner Aufnahme, dass das Spiel irgendwie ein bisschen hängt. Ich hoffe, dass das nicht wirklich der Fall ist. Sonst habe ich nicht nutzbar. Okay, wir haben aber einen Frost, das ist gut. Können wir wenigstens Frozen. Und wir Frozen. Oh, das hängt aber ganz extrem. Oh je. Ach. Nutzbar, okay. Das heißt, wir dürfen auch mal drei Fähigkeiten reinklatschen. Und Erstand. Ich hoffe, dass es echt in der Aufnahme jetzt funktioniert. Es sieht nämlich gerade nicht so danach aus, dass das hier laufend also gut aufnimmt. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Nutzbar, okay. Also können wir drei Fähigkeiten reinklatschen. Und erst dann. Genau. Und jetzt sind wir schon in der letzten Lebensleiste. Und wie ihr seht, er greift halt wirklich nicht an, wenn ihr diese vier Stun-Charaktere habt. Da ist er, also dauert halt nur lang, weil er extrem viel Leben hat, aber es kann ihn eigentlich jeder besiegen. Ihr braucht nur ein Team, wo ihr beide im Schnitt halt 80.000 erreicht. Das sollte für natürlich Leute, die jetzt nicht so viel spielen, ist das natürlich nochmal ein anderes Thema. Aber für die Leute, die natürlich das Spiel jeden Tag spielen, sollte das eigentlich kein Problem sein. Er kann jetzt nicht stunnen, also stunne ich. Und ja. Meinem Handy läuft es flüssig. Ich glaube, ich habe ein Problem mit meinem Internet. So, er kann den Stun nutzen, also kloppen wir unsere drei Angriffe rein. Und er stunt ihn. Genau. Und dann ist auch alles nach Plan gelaufen. Es dürfte es eigentlich gewesen sein. Vielleicht doch nicht. Man unterschätzt es immer, der hat echt viel Leben. Man muss ihm echt viel Schaden machen. Wie jetzt zum Beispiel hier die Elisabeth, die ist halt optimal gegen ihn. Selbst ein roter King macht da nicht so viel Schaden wie eine blaue Elisabeth. Und die Elisabeth von ihm, wie ihr seht, ist gerade mal Stufe 60. Das heißt, wenn ihr die wirklich auf 70 UR habt, dann macht ihr der riesen Damage. Er kann ihn wieder nicht nutzen, also stunne ich. Und eigentlich hat man auch so immer einen Stun auf der Hand. Also es ist mir noch nie passiert, dass mir, wenn man alle vier Charaktere benutzt hat, dass der Stun ausgegangen ist.
ist einfach noch nicht passiert und hoffe, dass es auch in Zukunft nicht passiert. Und ja, das dürfte jetzt eigentlich gewesen sein. Wir machen mal zwei Angriffe und einen Stun. Und Stun am Schluss und dann dürfte es das auch gewesen sein. Oh, mein Internet macht aber ganz schön Probleme. So, jetzt haben wir ihn auch schon gelegt. Es tut mir auf jeden Fall leid, wenn das Video jetzt auch tatsächlich so hängt, wie es hier angezeigt wird. Ja, das war's auch schon mit dem Red Demon. Wie ihr hier seht, lohnt sich das immer, den auf Extrem zu machen, weil wenn ihr Gastgeber seid, kriegt ihr immer dieses Gastgebergeschenk. Und ja, so ein Lebenswasser auf Stufe 5 ist schon ein bisschen was wert. Wenn ihr die bei den Bosskämpfen farmt, dann ist euch bestimmt schon aufgefallen, dass das extrem lange dauert, die zu farmen. Und ja, man kann sie sich natürlich im Materialshop kaufen, da kostet aber eine auf Stufe 4 schon 100.000 Gold und ihr bräuchtet 6, um eine Stufe 5 herzustellen und dann nochmal 6, um eine Stufe 6 herzustellen. Das heißt, wenn man den sich versucht zu kaufen, würde ein Kelch Level 6 3,6 Millionen Gold kosten und das ist zu teuer. Das heißt, ihr müsst ihn euch bei Bosskämpfen erfarmen. Klar könnt ihr auch die normalen Bosskämpfe machen, die müsst ihr halt in Extrem schaffen. Ich habe jetzt den großen Vorteil, ich kann den ersten Bosskampf im Autoplay-Modus durchlaufen lassen. Das ist natürlich sehr angenehm. So kann ich jetzt mir zum Beispiel den Kelch erfarmen. Und zwar, wenn ich jetzt hier zu meinen Helden gehe, dann seht ihr hier auch, dass, was mache ich nicht, Jericho, ich wollte King anklicken, dass mein King schon auf 6 Sterne ist. Und zwar einfach, weil ich die Kelche beim Bossmob im Autoplay-Modus farmen konnte. Und ja, es dauert auf jeden Fall furchtbar lang. Also macht euch keinen Kopf, wenn es erstmal nur 5 Sterne werden, weil auf 6 Sterne braucht ihr 3 von diesen Kelchen. Das heißt, für einen müsstet ihr, wenn ihr mit Gold kauft, 3,6 Millionen zahlen. Für 3 sind es dann natürlich 10,8 Millionen, was natürlich auch viel zu viel ist. Man braucht das Gold halt, um die Ausrüstung zu leveln. Und ja, das war's dann auch schon mit dem Red Demon Extrem. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, es laggt nicht zu sehr. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo. Würde ich mich drüber freuen. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.